Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy VII. Wir sind in der letzten Folge in Slum von Sektor 7 angekommen und da haben wir sie, Tiva, unsere alte Freundin. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Na, Großer, hast ein Herz, oder? In der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Hallo, Kleine. Na? Du Dreckskerl! Hey, hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lädchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So. Jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Ich bin noch mal ganz kurz mit dir. Mach meiner Tochter keine Angst, hörst du? Ich versuch's ja. Hallo, ich wollte dir keine Angst machen. Oh, geil. Können wir ein bisschen Flipper spielen? Also, der Flipper ist ja wahrscheinlich schon okkupiert, aber... wir können was an der Jukebox machen. Jukebox. Mit der Jukebox kannst du deine Lieblingsmusikstücke hören. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik kann mit der Jukebox abgespielt werden. Schallplatten können unterwegs an Stellen aufgesammelt werden, an denen ein Musiksymbol erscheint. Okay. Die war so. Sehr schön gemacht. Da können wir noch keins spielen. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Erinnere mich bloß nicht an den. Ah, Item Shop. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ui, kleine Ratten. Ich liebe es, wenn so kleine Details überall am Rande sind. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. Ich
bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, im Originalspiel hatten wir kein eigenes Zimmer, da hatten wir ja nur das Innen, aber... In 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Okay, dann gehen wir mal ins Schlafzimmer. Eva will jetzt noch mit reinkommen. Sie kommt noch mit rein. Hiui. Aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut. Dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Ich frage mich, wie er das Schwert da festmacht. Das kommt von nebenan. Da hat einer garantiert Corona. Hallo? Wir gehen erstmal hier ums Eck und gucken, ob hier Loot liegt. Ah, okay, da gibt es eine Treppe nach oben. Schauen wir uns aber später an. Hallo? Ist jemand da? Alles okay? Ich komm rein. Sonst noch irgendwas hier in dem Raum machen? Nee. Alles leider ein bisschen leer momentan noch. Hallo? Wie geht's Ihnen? Nein, kann ich nichts machen. Okay.
Dann will ich mal da aufs Dach gehen und gucken, was ich da finde. Eine Lootbox! Mit einer Phönixfeder. Kann man. Also, ja. Leider brauche ich doch viel zu oft Phönixfedern. War mein Zimmer, oder? Ja. Leider nichts zu sehen. Bei Tiva. Auch nichts. Gut, dann geht's weiter. Ah, die Vermieterin. Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Ich würde aber gerne nochmal mit dir reden. Sag mal, du siehst aber gar nicht gut aus. Kriegst du genug Schlaf? Tifa ist schon vorgegangen. Jetzt lass sie nicht warten. Lümmel hier gefälligst nicht rum, sondern mach dich auf den Weg zum siebten Himmel. Tifa ist schon vorgegangen. Okay. Jetzt lass sie nicht warten. So, wir gucken trotzdem mal da hinten. Sieht auch so aus, als wäre da eine Ecke. Nee. Das sind so viele Ecken, da denkt man immer, da gibt es Loot, aber anscheinend doch nicht. Den verloren? Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu. Ich möchte neue Waffen. Das ist der Item Store? Nee, doch, das war hier der Item Store, oder? Aber da gucke ich noch nicht rein. Okay, dann wahrscheinlich muss ich erst die Hauptstory ein bisschen weiterführen. Das Willkommen. Dann ab in die siebte. Weil sie heute nicht zur Arbeit kommen. Der eine Tag der Halt. Was haben die denn für Prioritäten? Morgen. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Hm. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Jo, machen wir doch gerne. Also, lasst uns Wasserfilter zurückbringen. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich's heute krieg, kein Problem. Vorsichtig, aus dem Weg, ich komme. Großes, scharfes Schwert. Ah, jetzt ist der Laden offen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Dann kaufen wir doch mal. Okay, der hat nur Gegenstände. Ah, aber einen Soundtrack haben wir, den Prelude. Kaufen wir. Dann Heiltränke. Wir haben momentan 8, machen wir auf 10 voll. Und 3 Phoenix-Federn.
Na, 4. Nein. Wo sehe ich eigentlich? Ah, unten 1049 Gold haben wir. Und wenn es hier Gegengift gibt, kaufen wir auch gleich noch Gegengift. So, und was haben wir bei der Materia? Heilen haben wir, Glut haben wir, Frost haben wir noch nicht. Und, ups. Schade. Ich wollte eigentlich auch noch Gewitter kaufen. Das hat nicht ganz gereicht. Okay. Damit sind wir pleite. Naja, nicht. Wir haben noch 100 Gold. Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. So, dann nehmen wir uns noch ganz kurz... Ah, jetzt haben wir... Okay, hier kann man also dann die Musik kaufen. Jetzt haben wir Prelude. Hereinspaziert, hereinspaziert! Wo ist sie? Ah, da. Auch Artikel von der Platte. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Jetzt sehen die da oben mal, wie viel sicherer das Leben in den Slums ist. Diese Gruppe namens Avalanche soll hinter der Tat. Hallo Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Schön lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Rastpunkt. Ruht man sich auf den blauen Bänken neben dem Verkaufsautomaten oder im Bett im eigenen Zimmer aus, können TP und MP vollständig geheilt werden. Okay, guter Tipp. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Ich dachte, die haben so schon. Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Oh yeah, Waffenhändler. Sieh mal einer an. Tiefer. Ob ein Filtertausch ansteht? Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Dann versuch es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach.
folgt er gleich, aber vorher will ich noch ein bisschen shoppen. So. Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Aber ich habe 200 Chill, die ich zurückgeben möchte. Gegen Waren. Eine Möglichkeit, den Gewehrkolben leichter zu machen? Okay. Warum fragst du nicht einfach hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht... Da muss ich wahrscheinlich erst noch mal ein Standing ein bisschen verbessern. Hier war früher auch der Sportclub, glaube ich. Hier muss ich hier rein. Ich gehe mir das. Hi! Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht. Aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Schon ein bisschen abgenutzt. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffe modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte WP, um Modifikationen für deine Waffe freizuschalten. Okay, das schauen wir uns mal an. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikation modifiziert und verstärkt. Zuerst muss Cloud musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren möchtest. Okay, das machen wir jetzt mal mit Cloud. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte. Okay, wir haben 10, die dir pro Waffe maximal zur Verfügung stehen. Sie nimmt mit steigender Stufe deines Gruppenmitgliedes zu. Als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Okay. Verbessere deine Waffen mit Modifikationen. Die zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. So, eine Materie, die es erlaubt, das Panzerschwert mit Modifikationen zu verstärken. Modifikationen werden mit Waffenpunkten freigeschaltet. Also muss ich erstmal die hier freischalten, oder habe ich die schon? Okay, die habe ich schon. Okay, physische Attacke. Erhöht die physischen Attackwerte. Ja, damit machen wir mehr Schaden. Und Siefhaltung. Schaden von Schwertwirbel plus 5%. TP-Maximum. Mehr Trefferpunkte ist nicht schlecht. So, mehr können wir uns jetzt auch nicht gerade nicht leisten. Okay. Du hast die Möglichkeit, deine Waffe automatisch modifizieren zu lassen. Drücke dazu bei Waffenauswahl hoch und wähle den Modus automatisch. Du hast deine erste Modifikation freigeschalten. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffe oder schalten neue Materia-Slots frei. Wenn die maximale WP-Waffenpunkte eines Charakters bei einem Stufenanstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen dir zur Verfügung. Okay. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wretchs Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine Extra-Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Und damit haben wir auch Tifa Lockhart in unserer Gruppe. So. Ich guck nur ganz kurz. Okay, unser Gürtel hat allerdings keine angezeigten Materia-Slots. Schade. Oh, da haben wir noch was zum Looten. Wenn ich 1000 schaffe, gestehe ich dir meine Liebe.
Und hier oben, da müsste der Boxclub wahrscheinlich sein. So wie zumindest war es in früheren Spielen. Oder hier ist der Boxclub. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Okay, dann gehen wir weiter. Die Gebäude der Bürgerwehr haben echt auch schon bessere Zeiten gesehen. So, wo müssen wir lang? Da lang. Suche nach Kandidaten. Fetter Prügel. Guten Tag, mein Herr. Lassen Sie uns durch. Willkommen, okay. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Nur mal ganz kurz, ob wir hier irgendwie Loot finden. Mal ganz kurz, ob wir da in den Tunnel rein dürfen. Oder sagt sie, wir dürfen noch nicht in den Tunnel rein? Nein. Eine Materia. Okay, ich glaube, Frost habe ich gekauft, oder? Kann das sein? Ausrüsten Materia. Was hat Chakra? Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Chakra, mit der TP-Punkte geheilt werden können. Je weniger TP-Punkte vorhanden, desto mehr... Okay, damit hat sie einen Heilzauber. Und du kriegst... Jetzt haben wir zweimal Frost. Okay. Ah, unsere ersten Gegner. Das sind gleich die ersten. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Wir gehen ganz kurz mal auf Tivia über. Entschuldigung. So. Übernimm du. Tivas Besonderheit. Tiva ist eine furiose Kämpferin. Nahkämpferin. Durch ihre schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten setzt ihr den Gegner unter Druck. Führe durch das Drücken von Quadrat einen Angriff aus. Halte Quadrat gedrückt, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Ja, da haben wir richtig so kleine Kombos. Nutze Tivas Fertigkeiten in Fesselung, um ihre Spezialfertigkeit auf maximal 3 Stufen zu verstärken, um mit Quadrat noch mehr Angriffe in Folge auszuführen. Okay. Das war... Okay, das war eine kurze Einführung. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Ich zähle auf dich. Aber ich will mit Tifa spielen. Ah, okay. So. Tifas Spezialfertigkeit in Fesselung. Mit Dreieck führt Tifa einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist das ein Schmetterer. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit in Fesselung zu Sprengfaust oder zum Schlagsturm verstärkt werden. Nach Einsatz eines entfesselnden Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfertigkeit um 1. Im entfesselnden Zustand erhöht Tifas Spezialfertigkeit den Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Dein Ende! Cool. Okay, weitere Phoenix-Feder. Und wieder ein klein bisschen Lootbox da. Bei Gegengift. Okay, das heißt, wenn wir jetzt schon Gegengift finden, gut, dass wir Gegengift gekauft haben. Wenn wir es auch bald brauchen. Eine Wehrratte. Es ist aus. Okay, wo geht's weiter? Auf deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, das war nur eine kleine Wehrratte. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund fünf Jahre hier überlebt. Zack! Welches Lammregelnummer ist? Es ist aus. Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann ich jedenfalls nicht schaden. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden, und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir erst in der nächsten Folge wirklich zurück zu Biggs und Wedge.
ich verabschiede mich von euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Natürlich ein ganz großes Danke auch an meine Kanalmitglieder, die mich jeden Monat aufs Neue mit einem kleinen Obolus bedanken. Und vielleicht ist dem einen oder anderen auch gefallen, auf Instagram bin ich jetzt schon wieder ein bisschen aktiver. Also würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich da auf Instagram verfolgen würdet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.